Lass doch, Pa. Sie werden schon rechtzeitig kommen. Ziemlich scheußliches Wetter draußen. Und inzwischen wird der Kaffee kalt. Magst du? Ja, gern. Danke. Wenn Hoss wüsste, was ihn hier erwartet. Ja. Dann wäre er schon längst hier. Also Hoss als Flaschenkind kann ich mir einfach nicht vorstellen. Damit du es nur weißt, junger Mann, er war damals schon fast so stark wie heute. Und weil er inzwischen noch was zugelegt hat, musst du dir keine Sorgen machen. Oh, ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir keine Sorgen. Ich möchte nur wissen, warum gehst du nicht rauf und legst dich hin? Du musst doch müde sein. Du etwa nicht? Nein, ich habe auch noch eine ganze Menge zu tun. Rumsitzen und sich Sorgen machen. Ach, Unsinn, du kannst ruhig gehen. Na schön, ich gehe rauf. Nimm deinen Kaffee mit. Ja, Sir. Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn. Dein Sohn Inga. Es ist schon sehr lange her und sehr fern. Als ich noch Großwildjäger war, unten weit im Timbuktu. Was würdest du tun? Was würdest du tun? Ich trank damals wirklich nur den feinsten Whisky und war stets besoffen wie ein Känguru. Was würdest du tun? Was würdest du tun? Mir gehörte meine Riesenrennstief unten im Sangamon Valley. Was sagst du nun? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Ihr denkt sicher, dass ich jetzt spinne, aber alle Frauen liefen mir nach. Und ich hatte unendlich viel, nicht nur mit Küssen zu tun. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Gunnar, du bist ein Hoss. Habe ich recht, Freunde, oder habe ich nicht? Er ist ein Hoss. Ein Ross? Du nennst mich ein Ross? Kein Ross, du verrückter Schwede. Ein Hoss. Das ist dein Spitzname. Für einen Mann, der mehr Freundlichkeit besitzt, aber auch mehr Mut als alle anderen. Oh, dann war das also nett gemeint. Gut, dann bin ich Ross. Hoss. Oh, Hoss. Hoss Bockstrom. Und wer, Freunde, gibt dir die nächste Runde aus? Ich will es euch verraten. Hier, der einen neuen Namen bekommt, der muss sich das auch was kosten lassen. Na, was darf's denn sein, Freund? Ein Whisky oder ein Bier? Gar nichts, danke. Ich möchte nur eine Auskunft haben. Eine Auskunft haben? Was denn für eine Auskunft? Um's kurz zu machen, ich brauche Arbeit. Da sind Sie bei uns aber ganz falsch, mein Freund. Wir hatten ein schlechtes Jahr. Sogar unsere Jungs sitzen ohne Arbeit da. Es geht ja nicht nur um mich. Draußen, mein Junge ist krank. Versuchen Sie es doch mal bei der Sägemühle vor der Stadt. Aber ich kann natürlich nichts versprechen. Danke. Ich werde mich bald dort umsehen. Hey, ihr! Ah. Manchmal habe ich so richtig einen großzügigen Tag. Hey, war das noch nicht genug, Freund? Na gut, ich leg noch 10 Cent drauf, weil du es bist. Einverstanden? Na, du bist ein ganz miserabler Menschenkenner. Du überschätzt ihn. Wenn man genau hinsieht, ist der Mann höchstens die Hälfte wert. Ah. Nein, 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 nein. Heute will ich großzügig sein. Ihre 10 Cent, Mister. Warum nimmst du es nicht? Halt, schlag euch woanders! Gunnar, steh mal auf und setz dich wieder hin. Sie, kommen Sie mal her. Wenn ich Sie so ansehe, scheinen Sie ein guter Arbeiter zu sein.
Ich hätte das genauso gemacht. Ich glaube, ich könnte sie gebrauchen. Für Ordnung sorgen und putzen. Hin und wieder mal einen rauswerfen. Sie kriegen am Tag einen Dollar und das Essen. Nehmen Sie an? Wann kann ich anfangen? Wann Sie wollen. Ich bin gleich zurück. Halt, einen Augenblick. Sie werden es sicher brauchen können. Ich bin gleich wieder da. Na, fühlst du dich jetzt besser? Mir tut nur noch der Kopf weh, Pa. Aber ich habe großen Hunger. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn du hungrig bist. Pa, ich möchte etwas Schönes zu essen haben. Ja, das kriegst du auch. Es dauert nur einen kleinen Augenblick, Adam. Ich bin gleich wieder da. So, bitte. Ich hoffe, dass es Ihrer Freundin gefällt. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ja, ich möchte etwas Milch und Brot. Ja, haben Sie denn keine Milchkanne mitgebracht? Leider nein. Na, ist ja weiter kein Unglück, dann werde ich Ihnen eben eine leihen. Sie sind noch nicht lange hier in der Stadt, was? Ich habe Sie noch nie gesehen. Gerade angekommen. Wissen Sie nicht vielleicht ein Zimmer, etwas Preiswertes für mein Kind und für mich? Oh, wie alt ist es denn? Ja, der wird bald 6. Und wo haben Sie seine Mutter versteckt? Wir beide sind allein. Ja, am besten, Sie wenden sich an Mrs. Miller. Das ist auf der anderen Straßenseite, gleich vis-à-vis. Es ist zwar nicht sehr elegant, aber Ihr kleiner Sohn wird dort sicher sehr gut versorgt werden. Was macht das bitte? 10 Cent, wenn ich bitten darf. Danke. Haben Sie vielleicht auch irgendwas gegen Fieber? Oh, fühlen Sie sich nicht wohl? Nein, nicht für mich. Pa? Pa, ich... Adam, habe ich dir nicht gesagt, du sollst im Wagen auf mich warten. Pa, mir tut mein Hals wieder so weh. Lass mal sehen, mein Kleiner. Du hast ja einen ganz heißen Kopf. Mach mal deinen Mund auf und lass mich reinsehen. Das sieht ja gar nicht so schlimm aus. Ist nur ein bisschen gerötet. So was kriegen kleine Kinder schon mal. Warten Sie einen Augenblick. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Was ist denn das? Pökelfleisch mit Zwiebeln. Na, lachen Sie nicht. Das ist ein altes schwedisches Hausrezept. Bis jetzt hat es noch immer geholfen. Wenn Sie bei Mrs. Miller sind, bitten Sie sie, dass sie Ihnen ein bisschen aufwärmt. Ja, vielen Dank. Und was habe ich Ihnen dafür noch zu bezahlen? Nichts. Ich hoffe, es hilft Ihrem Jungen. Wir brauchen keine Almosen. Aber ich habe Ihnen doch keine Almosen angeboten, sondern eine zuverlässige Medizin für Ihren Jungen. Ich habe Kinder einfach gern. Auf Wiedersehen, Adam. Du wirst bald wieder gesund sein. Vielen Dank, Mom. Komm, Adam. Tag, Inge. Was macht das Geschäft? Ich kann mich nicht beklagen, Mr. McWhorter. Tatsächlich? Also, ich fand es in der letzten Zeit reichlich flau. Ist einfach zu wenig los in der Stadt. Ach, irgend so einer Rumtreiber. Ich habe ihm Arbeit in den Ställen gegeben. Das finde ich sehr nett. Er wird seine Arbeit sicher sehr gut machen. Also, wann bekomme ich Antwort? Sie kennen doch die Antwort, Mr. McWhorter. Ich bin noch nicht so weit, um schon zu heiraten. Ich bitte Sie, Inge, wie lange wollen Sie mich denn noch warten lassen? Sie dürfen mir keinen Vorwurf machen. Es war Ihre Idee. Es macht mir nichts aus, zu warten. Ich weiß ja, worauf. Sie haben immer alles erreicht, was Sie erreichen wollten, nicht wahr? Ja, das habe ich. Wenigstens bis heute. Wenn ich Sie um einen Gefallen bitten dürfte,
Würden Sie mir das aufwärmen? Der arme Junge tut mir ja so leid. Aber sicher, Sie können sich da nachher unten abholen. Danke, Mrs. Miller. Schon fertig? Du meine Güte, das muss ja großartig geschmeckt haben. Das Brot hat gut geschmeckt, aber warum ist nichts drauf gewesen? Weißt du, es füllt das Loch in deinem Magen und morgen essen wir was richtig Gutes, ja? Das ist schön, Pa. Pa. Was ist? Pa, hast du denn schon was gegessen? Oh, ich werde erst nachher essen. Jetzt muss ich erst mal deine Medizin holen. Ich will diese ulkige Medizin aus Schweden nicht essen. Aber die Frau, die sie uns geschenkt hat, ist wirklich sehr nett gewesen, nicht wahr? Ja, sie war sehr nett. Schon wieder, Gunnar. Wenn du für all das Geld, das du aus der Kasse nimmst, wenigstens mal was tun würdest. Ich darf das. Vater hat doch den Laden uns beiden vermacht. Und er glaubte, dass wir ihn gemeinsam führen würden. Und nicht, dass einer von uns sein Geld und sein Leben in McWhorters Saloon vertut. Willst du mir gute Ratschläge geben? Ich bin nun mal nicht zum Krämer geboren. Für was bist du denn geboren, Gunnar? Es kann doch nicht nur Spielen und Trinken sein. Und um mit deinen Freunden immer und ewig nur von euren Goldfeldern zu sprechen. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, Schwesterchen, ich bin inzwischen erwachsen. Ich bitte dich, Gunnar, dann versuch doch auch eine vernünftige Entscheidung für dich zu treffen. Ich bin ganz sicher, wir könnten hier sehr gut verdienen, wenn du nur ein wenig dabei helfen würdest. Mach dir nur keine Hoffnung. Du weißt doch, ich habe ganz andere Dinge vor. Warum heiratest du nicht endlich McWhorter? Dann könnte ich diesen verdammten Laden verkaufen. In Kanada gibt's mehr Gold, als du ahnst. Ich habe mir Geschichten erzählen lassen, dabei ist es mir heiß und kalt den Rücken heruntergelaufen und meine Hände sind richtig kribbelig geworden. Aber du brauchst Geld und einen Haufen Vorräte. Meine Freunde und ich haben alles verkauft. An McWhorter. Hey, jetzt haben wir, was wir brauchen. Schon für euch, ich hab keins. Aber du hast doch den Laden, mein Junge, den kannst du doch zu Geld machen, oder nicht? McWhorter nimmt ihn sicher. Mir gehört doch nur die Hälfte davon. Ich bitte dich, Junge, er geht doch auf deinen Namen, oder? Ja, schon, er geht auf meinen Namen. Na also, was machst du denn da noch Gedanken? In Kanada brauchst du wirklich nur das Gold aufzulesen. Mal wieder vom kanadischen Gold die Rede? Das ist schon weit mehr als Gerede, McWhorter. Wir werden bald unterwegs sein. Aber ohne dich, nicht wahr, Gunnar? Mein Angebot besteht noch. Ich denke, das reicht bis Kanada. Ihr wisst doch, dass ich den Laden nicht allein verkaufen kann. Wieso denn nicht? Kannst du dich nicht mal gegen deine Schwester durchsetzen? Ach, und wie soll ich das anstellen? Inga ist... Sie ist eben genauso stur wie mein Vater. Ihr fehlt nur ein Mann. Ja, ja. Und Sie würden sich sehr gerne opfern, McWhorter. Aber er hat mich danach gefragt. Ich hab's ihm erlaubt. Was suchen Sie hier? Nun, ich gebe Ihrem Sohn seine Medizin. Ich weiß doch, wie beschäftigt Sie sind. Das kann ich sehr gut selbst tun. Oh, davon bin ich überzeugt. Nur, wann kommen Sie dann noch zum Arbeiten? Miss Borgstrom, ich habe die Medizin angenommen. Also muss ich auch dafür sorgen, dass er sie nimmt. Mr. Cartwright, ich fürchte, ich verstehe Sie nicht. Ich wollte Ihnen einfach ein bisschen helfen. Adam, ich will nicht, dass du damit spielst, verstehst du? Wir haben über die Spieldose gesprochen. Sie gehörte früher seiner Mutter, nicht? Ja, das ist richtig. Es geht ihm besser.
Der Hals tut nicht mehr weh und das Fieber ist auch fast runter. Aber er soll ruhig noch ein Weilchen die Medizin schlucken. Ja, ich wollte später noch in Ihren Laden kommen, wenn ich hier aufgeräumt habe. Ich möchte nicht, dass Sie mich für undankbar halten. Es ist nur... Wissen Sie, wenn Sie sich hin und wieder mal rasieren würden, könnten Sie ganz nett aussehen. Und wenn Sie sich dann noch zuweilen ein kleines Lächeln abbringen würden, könnte ich Sie direkt unwiderstehlich finden. Ich finde, Sie könnten auch ein gutes Abendessen vertragen, Mr. Cartwright. Wenn Adam schläft, kommen Sie doch bitte zu uns. Gunnar und ich erwarten Sie. Nicht wahr? Die Frau ist sehr lieb. Ja, ich weiß. Du hast recht. Die Frau ist sehr nett. Und du wirst jetzt ihr zuliebe den Rest aufessen. So ist brav. Es war leider nichts Besonderes. Oh, ich fand es ausgezeichnet. Wir hatten hier bei uns in Illinois einen harten Winter. Aber nicht so hart, dass die Farmer nicht ihre Rechnungen pünktlich bezahlen könnten. Sie werden sie bezahlen, Gunnar. Es sind alles ehrliche Menschen. Ehrliche Menschen, die bloß von Krediten leben. Bitte, Gunnar, wir haben einen Gast. Oh, das sieht ja wundervoll aus. Und ich darf mich für die Einladung bedanken. Woher kommen Sie eigentlich, Mr. Cartwright? Tja, es ist überhaupt nicht weit, aber es hat mich viel Zeit gekostet. In 4 Jahren von Neuengland nach Illinois. 4 Jahre? Aber wieso hat es denn so lange gedauert? Ja, wir waren ja nicht nur unterwegs. Wir mussten auch unterbrechen, um einfach wieder Geld zu verdienen. Tja, mit leeren Taschen kommt man nicht sehr weit. Sie sagten, Sie kommen aus Neuengland. Was haben Sie denn dort getan? Ich bin den größten Teil meines Lebens zur See gefahren, hatte mich zum Offizier hochgearbeitet. Nachdem ich geheiratet habe, machte ich einen eigenen Laden auf mit Schiffsbedarf, was man so braucht. Nachdem ich meine Frau verloren hatte, musste ich einfach für mich einen neuen Anfang finden. Wieso fahren Sie nicht wieder zur See? Das ist das Richtige für einen Mann. Also ich finde, ein Kind hat Anspruch auf Erziehung. Wie soll ich den erfüllen, wenn ich nie da bin? Ich hatte schon jahrelang vom Westen geträumt. Von dem großen neuen Land. Ja, ich wollte es unbedingt erobern. Wollte bauen. Große Dinge hatte ich vor. Ja, ja. Genau wie mein Vater. Der träumte auch so einen Unsinn. Und was hat er erreicht? Einen traurigen Laden in der Prärie und sonst gar nichts. Er hat gearbeitet, bis er umgefallen ist. Und wofür? Für nichts weiter als diesen Laden. Doch den Traum vom neuen Land, den hatte er niemals aufgegeben. Was interessiert mich so ein unerfüllbarer Traum? Das ist eine Sünde, Gunnar. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Erzähl du mir, was eine Sünde ist. Ich will deine Predigten nicht hören. Ach, sie machen mich krank, verstehst du? Es tut mir sehr leid, Mr. Cartwright. Was werden Sie jetzt von uns denken? Bitte, es war wundervoll. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll und mich... Ich werde jetzt gehen und Mrs. Miller von Adam erlösen. Tja. Ich hoffe, wir bleiben Freunde. Danke. Gute Nacht, Miss Borgström. Gute Nacht, Mr. Cartwright. Die Weintrauben sind sehr süß. Ich finde, hier ist alles süß. Der Wind, das Wasser, Ihre Gegenwart. Sie haben einen roten Fleck an Ihrem Kinn. Eck? Was sehen Sie mich so an?
bin durch so viele Orte gezogen auf meinem Weg nach dem Westen. Ich hätte Sie übersehen können. Ich weiß, dass ich eine recht große Person bin. Es ist nicht einfach, mich zu übersehen. Wenn Sie mich fragen, Sie sind eine wunderbare Person. Oh nein, meine Nase ist zu lang, meine Hände sind zu groß. Oh, Sie angeln nach Komplimenten. Ich hoffe, ich habe dabei mehr Erfolg als bei den Forellen. Das überlassen Sie nur Adam. Er ist ein begeisterter Fischer. Ein fabelhafter Junge, Ben. Ja. Ich fand es ganz reizend, dass Sie uns zu diesem Picknick eingeladen haben. Ach, wissen Sie, so ein Sonntag. Man kann doch nicht die ganze Woche nur schuften, ohne auszuruhen. In Schweden hatten wir einen Fluss wie hier, diesen Segemon. Kalt und klar vom Schnee aus den Bergen. Wir waren Kinder, mein Bruder Gunnar und ich. Und an seinem Ufer sammelten wir wilde Erdbeeren und aßen so lange, bis wir nicht mehr konnten. Sie müssen dort ein wirklich glückliches Leben geführt haben. Hm. Und Sie? Hm. Mal gut, mal schlecht. Sie liebten Ihre Frau über alles, nicht wahr? Ja. Und Sie müssen das wissen. Inge! Inge! Aha, hier steckst du also. Ich hab dich schon überall gesucht. Wieso? Was ist denn los? Du musst sofort zurück in die Stadt. Aber am Sonntag ist unser Laden doch geschlossen. Mr. McWhorter ist mit seiner neuen Kutsche vorgefahren und hat nach dir gefragt. Du weißt ganz genau, dass ich Mr. McWhorter nichts zugesagt habe. Ja, lieber veranstaltest du hier ein Picknick für einen miesen Gläserwäscher. Gunnar! Gunnar, bitte hören Sie mich an. Sie halten sich da raus. Deshalb regen Sie sich so auf, Sie haben überhaupt keinen Grund. So, und jetzt hören Sie mir zu. Sie werden meine Schwester in Ruhe lassen. Gunnar, du bist mein Bruder und nicht mein Vater. Du bist ganz ruhig. Ich will nur das Beste für dich. Unsere Ansichten darüber sind verschieden. Du fährst jetzt sofort zurück. Oh, Ben, es tut mir so leid. Er ist noch jung und mit sich und der Welt unzufrieden. Und unwahrscheinlich wütend auf mich. Hallo, Gunnar. Hast du deiner Schwester gesagt, dass ich sie gestern gesucht habe? Ja, natürlich. Na los, lass dich nicht lange bitten. Was hat sie gesagt? Meine Schwester ist eine unheimlich sture Person, Mr. McWhorter. Du bist doch der Herr zu Hause, hm? Nach dem Tode deines Vaters ist es deine Pflicht, deine Schwester zu schützen, Gunnar. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Es war auch unseres Vaters Wunsch, dass ich auf sie aufpasse. Auf sie aufpassen? Dass sie in eurem Laden versauert und sie nie einer sieht? Mr. McWhorter, wenn ich Ihnen jetzt den Laden verkaufe und Inge Sie nicht heiraten will, was macht sie dann ohne Geld? Warum soll sie mich nicht heiraten? Ich biete ihr alles, was sie verlangen kann. Ich bin der reichste Mann in der Gegend. Ich werde auch dir helfen. Mir? Das ist nicht notwendig. Ach, du brauchst doch Geld für deine Pläne, Gunnar. Sogar eine ganze Menge. Für meinen Schwager hätte ich es. Er würde von mir alles bekommen, was er braucht. Also sag ihr, dass es sich für euch beide lohnt. Dann sorgen Sie mal dafür, dass dieser Landstreicher wieder verschwindet. Welcher Landstreicher? Der Mann, den Sie hier beschäftigt haben. Meine Schwester hat ihn gestern zum Picknick eingeladen. Wegen Cartwright? Sie waren zusammen. Und sie ist ganz hingerissen von ihm. Cartwright, ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, Mr. McWhorter. Es handelt sich um Inga Borgstrom. Ja? Wir werden bald heiraten. Das ist ja interessant, davon hat sie mir aber nichts erzählt. Und ich wünsche nicht, dass Sie mir da irgendwie in die Quere kommen. Von Miss Borgstrom weiß ich aber... Sie wissen eben nicht alles. Und dass Sie sich auch darüber im Klaren sind. Es ist kein Platz hier für Leute wie Sie. Das bedeutet, ich bin entlassen. Sie begreifen ziemlich schnell.
Hier, Landstreicher. Bist du immer noch zu stolz, es zu nehmen? Ben! Ben, ich muss mit Ihnen sprechen! Ben Cartwright, das Mindeste, was ich verlangen kann, ist, dass Sie zuhören. Wieso? Ich habe schon gehört, dass Sie McWhorter heiraten. Wie bitte McWhorter heiraten? Wer hat Ihnen denn diese alberne Geschichte erzählt? McWhorter natürlich, kurz bevor er mich rausgeschmissen hat. Und das glauben Sie ihm so einfach? Und wieso nicht? Und deshalb wollen Sie wieder weiterziehen? Hören Sie mir eigentlich zu, Ben? Ich habe in dieser Stadt nichts zu suchen, verstehen Sie? Und Ihnen fällt nichts Besseres ein, als Ihr Bündel zu packen und einfach alles hinzuwerfen. Und was soll dabei aus Adam werden? Ich werde mich schon um ihn kümmern. Das kenne ich. Ben, hören Sie mir doch zu. Sie haben jetzt schon so viele Jahre auf der Wanderschaft verbracht und immer und ewig auf der Flucht vor den Erinnerungen an Elisabeth. Das gehört wirklich nicht hierher. Sie schwebt über Ihnen wie eine dunkle Wolke. Sie werden nie damit fertig werden, so nicht. Ihre Frau ist lange tot, Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Sie kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ich brauche keine Hilfe, begreifen Sie das nicht? Mir fällt etwas ganz anderes ein. Das wäre vielleicht eine bessere Lösung. Wollen Sie nicht bei mir arbeiten? Sie könnten doch, wenn Ihr Stolz das überhaupt zulässt. Sie können sich Ihre Worte sparen. Machen Sie sich klar, dass ich auf Ihre Hilfe nicht angewiesen bin. Ich bin manns genug, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich sehe die Sache etwas anders, Ben Cartwright. Ich sehe nur, dass Sie dabei sind, Ihr Selbstvertrauen zu verlieren. Pa, wieso ist sie denn weggelaufen? Ich kann es dir nicht sagen. Adam, warte auf mich. Inga! Inga, warten Sie doch! Inga. Inga, ich will Ihnen noch was sagen. Was denn noch? Sie sind doch vorhin deutlich genug gewesen. Inga, ich habe über Ihren Vorschlag nachgedacht. Ich arbeite für Sie. Oh, Ben, das ist ja wundervoll. Inga, ich weiß, ich habe keine Reichtümer. Ich habe einen kleinen Sohn. Und meinen Traum von einem besseren Leben. Wenn ich Sie jetzt gleich um etwas bitten dürfte. Oh ja, du darfst, Ben, sag's mir. Inga, ich... Ja doch, Ben, du wirst mich zu deiner Frau machen. Wenn man uns hier beobachtet, was werden die Leute von uns denken? Sie werden vermutlich denken, Miss Inga Borgstrom verlobt sie mit Mr. Benjamin Cartwright. Wir können den Laden für heute zumachen, Ben. Ich gehe schon nach Hause und mache das Abendessen. Ja. Würdest du bitte Adam bei Mrs. Miller abholen? Ja, sicher, Liebes. Wir werden uns beeilen. Ich warte schon auf euch. Bis gleich. Ach, Ben. Ben, würdest du mir bitte einen Gefallen tun? Sieh doch mal nach, ob du Gunnar findest. Er hat sich schon seit Tagen nicht mehr sehen lassen. Inge, Gunnar ist enttäuscht, dass du nicht McWhorter heiraten wolltest. Er sieht es nicht gern, dass ich hier arbeite. Und dass du mich liebst, kann er schon gar nicht verstehen. Du darfst nicht vorschnell urteilen, Ben. Er ist mein Bruder und gewiss hat auch er seine Träume. Du darfst seine Worte nicht auf die Goldwaage legen. Na
Na gut. Ich werde schon mit ihm einig werden. Um eins bitte ich dich, Liebling. Streite nicht mit ihm, wenn er nicht mitkommen will. Ich werde sanft sein wie ein Lamm. Danke, Gunnar. Es wird dir nicht leid tun. Gunnar, Sie sehen aus, als könnten Sie was zu essen gebrauchen. Ihre Schwester hat was Schönes gekocht. Ich habe kein Zuhause. Warum verschwinden Sie nicht endlich von hier? Ihre Schwester, Gunnar, macht sich Sorgen um Sie. Machen Sie ihr doch die Freude und kommen Sie zum Essen. Ich sagte doch schon mal, dass ich nicht komme. Ich will jetzt zu den Goldfeldern. Du wirst schon noch zu den Goldfeldern gehen, Gunnar. Aber doch nicht gleich heute Abend. Sie haben richtig gehört, Cartwright. Das nötige Geld habe ich nämlich inzwischen. Wir haben uns eben geeinigt. Ist das klar? Wir machen ein Geschäft. Er kauft unseren Laden. Da staunen Sie, was? Was sagen Sie? Das können Sie doch nicht tun. Sie werden sich wundern. Sein Vater stellte die Urkunde auf seinen Namen aus. Ich habe sie hier im Safe und jetzt gehört der Laden mir. Sie wissen ja gar nicht, was Sie da... Wie können Sie das Ihrer Schwester... Sie kriegt ja die Hälfte vom Geld. Ihre Schwester hat Sie nie im Stich gelassen. Ist das etwa der Dank? Spar dir deine Predigt, lass mich allein. Sie geben ihm sein Geld wieder und verlangen Ihre Urkunde zurück. Mit einem Mal scheint er gar nicht mehr sonderlich begeistert zu sein, Inge zu heiraten. McWhorter, Sie haben recht. Er will gar nicht meine Schwester. Er will den Laden. Das sagst du nicht nochmal, du. Das passiert, wenn man zu viel trinkt. Ich nehme ihn am besten gleich mit. Nein, nein, das hat keinen Sinn. Gehen Sie ruhig. Ich verarzte ihn schon. Gut, ich verlasse mich auf Sie. Inge, hast du mich nicht verstanden? Ich sagte, Gunnar hat den Laden verkauft. Was ist denn daran so erfreulich? Oh, Ben, in gewisser Weise ist es das auch. Weißt du, seit wir uns entschlossen haben zu heiraten, habe ich versucht, den Mut aufzubringen und den Laden zu verkaufen, wie Gunnar es wollte. Ben, wir können endlich nach dem Westen. Wir können deinen großen Traum verwirklichen, ein freies Leben, wie du es dir seit Jahren vorgestellt hast. Aber ich bitte dich, das darfst du doch nicht für mich tun. Wie kann ich etwas aufbauen, wenn du auf alles verzichtest? Das ist doch kein Verzicht. Ich habe einen Menschen gefunden, zu dem ich gehöre, Ben. Das ist die Erfüllung. Ja, weil du wirst es... Inge, was soll denn aus deinem Bruder werden? Ben, ich liebe dich. Ich bin jetzt für dich da. Gunnar ist erwachsen, er kann sein eigenes Leben führen. Oh, sieh mich nicht so finster an. Das ist der Lauf des Lebens. Herr Doktor, kommen Sie rein, was ist los? Ich bringe Ihren Bruder, Mrs. Barkstrom. Er ist ziemlich schwer verletzt. Bringen Sie ihn ins Schlafzimmer. Oh Gott. Gefunden. Was mit ihm passiert? Das wissen Sie doch am besten, Cartwright. Ja,
Wann werden Sie wiederkommen, Doktor? Wenn ich meine Besuche erledigt habe. Und kann ich inzwischen irgendwas für ihn tun? Im Moment nicht allzu viel. Doch, er braucht Ruhe. Bei so einer Verletzung weiß keiner, wann er das Bewusstsein wieder erlangt. Ich bin bald zurück. Ben, wie konntest du? Ich kann das nicht verstehen, weil er... Du wolltest dich doch nicht mit ihm schlagen. Der Doktor sagt, du hättest ihn beinahe getötet, Ben. Ich verlor die Beherrschung, da habe ich einmal zugeschlagen. Du verlorst die Beherrschung. Ben, ich hoffte, du hättest deinen Zorn überwunden. Ich hoffte, dass unsere Liebe deinen Zorn überwunden hätte. Ich war nicht zornig, glaub mir doch. Ich habe das nicht getan. Er liegt doch hier in diesem Zimmer und wird vielleicht nie mehr gesund. Inga, bitte. Ich will nichts mehr hören, Ben. Geh jetzt. Ich glaube, ich weiß, wer mir da was einbrocken will. Komm, Adam, du wirst müde sein. Leg dich noch ein Weilchen hin. Miss Inga bleibt bei dir. Pa, was ist denn mit Gunnar los? Ich weiß es nicht, mein Junge. Aber ich werde es rauskriegen. Guten Abend, Miss Borgstrom. Oh, was führt Sie zu mir? Mr. McWhorter hat mir die Geschichte bereits erzählt. Es ist furchtbar. Wie geht es, Gunnar? Wir wissen es noch nicht genau. Es tut mir leid, aber ich musste Sie noch aufsuchen, denn je eher wir eine Anzeige von Ihnen erhalten, desto eher können wir diesen Mann festnehmen. Cartwright ist sein Name, nicht? Ganz recht, ja, das ist sein Name. Aber ich habe keinen Grund, Anzeige zu erstatten. Was, keine Anzeige? Falls Ihr Bruder tatsächlich sterben sollte, ist Cartwright ein Mörder. Und auch wenn Gunnar sich wieder erholt, muss er bestraft werden. Ich sagte bereits, ich werde keine Anzeige erstatten. Ma'am, Sie machen einen Fehler. Dieser Cartwright gehört meiner Ansicht nach hinter Gitter. Gute Nacht und danke für Ihren Besuch. Gute Nacht, Ma'am. Miss Inge! Ja, Adam? Miss Inge, dieser Mann... Warum sagt er, dass Pa hinter Gitter gehört? Mein Pa ist doch nicht böse. Mein Kleiner. Nein, er ist nicht böse. Er war zornig und handelte unüberlegt. Aber eins ist er nicht, Adam. Er ist nicht böse. McWhorter. Wodurch ist Gunnar so verletzt worden? Was weiß ich, ich habe ihn durch den Doktor nach Hause bringen lassen. Als ich Gunnar hier zurückgelassen habe, war er aber noch nicht so verletzt. Jetzt hören Sie mal zu, Cartwright. Wenn Sie noch einen kleinen Rest Verstand haben, dann machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich gehe erst, wenn ich von Ihnen die Wahrheit erfahren habe. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Lassen Sie Ihre dummen Sprüche. Nehmen Sie Ihre schmutzigen Finger weg. McWhorter, ich werde Ihnen also... Das wäre nicht nötig gewesen. Ich will die Wahrheit wissen. Und ich werde sie heraus... Miss Inge? Ja, Adam? Wann kommt Pa mich endlich abholen? Er ist sicher bald wieder hier. Hast du mein Pa lieb? Ja, Adam, sehr. Wieso hast du ihn dann vorhin weggeschickt?
Oh, Adam, das begreifst du jetzt noch nicht. Ich erklär's dir später. Schlaf jetzt bitte, ja? Also, was ist mit Gunnar passiert? Das geht Sie nichts an. Ben! Was ist mit Gunnar? Ja, ich hoffe, dass er sich wieder erholt. Ich muss ihn sprechen. Und zwar gleich. Aber der Doktor sagte doch... Gunnar. Gunnar. Ich muss die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Aber du hast dich doch mit ihm geprügelt. Das ist richtig. Ich habe mich furchtbar über ihn aufgeregt. Es tut mir wirklich leid, Inger. Aber glaubst du denn, ich würde ihn gleich so zusammenschlagen? Es ist doch nicht anders zu begreifen. Du solltest versuchen, an mich und unsere Liebe zu glauben. Mehr verlange ich nicht. Du traust mir also zu, das hätte ich nicht von dir gedacht. Was ist die Liebe dann noch wert? Gar nichts. Oh, Ben, ich möchte dir glauben. Aber du glaubst mir nicht. Wenn du zu mir kein Vertrauen hast, dann hat alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ben? Inge, Ben ist es nicht gewesen. Gunnar, was ist passiert, nachdem ich fort war? Ich weiß noch, ich bin zu Boden gefallen. Nachdem du fort warst, wollte ich wieder auf die Beine. Das Einzige, was ich noch mitkriegte, das war der Schlag auf meinen Kopf. McWhorter. Es muss McWhorter gewesen sein. Es war keiner weiter da. Ja. Ich hab's gewusst. Oh, Ben, dann ist doch alles wieder bereinigt. Wenn er nicht redet, dann werden wir nie die Wahrheit erfahren. Ben, du hast doch mal zu mir gesagt, wenn man liebt, dann muss man es mit der ganzen Kraft seines Herzens tun. Ich liebe dich, Ben, mit der ganzen Kraft meines Herzens. Oh, Ben. Gunnar, Ben und ich wollen jetzt so bald wie möglich heiraten. Ich hoffe, du bist einverstanden. Sie ist meine Schwester, behandle sie gut. Ja. Also dann... Pass gut auf meine Schwester auf. Ich passe auf meine Frau auf. Das schließt auch deine Schwester ein. Ich hoffe, du findest, was du erwartest. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall muss ich's versuchen. Nee. Leb wohl, Inge. Ich werde oft an dich denken. Leb wohl, Gunnar. Bei uns wirst du immer herzlich willkommen sein. Du wirst dein Land finden, Ben. Und ich wünsche euch viele Söhne. Meine Freunde rufen mich Hoss, weil das bedeutet Mut und ein freundliches Wesen. Das gilt auch für dich. Ich wünsche euch, dass euer Sohn von seinen Freunden auch mal Hoss gerufen wird. Mach's gut, Adam.
Und pass gut auf deine neue Mutter auf. Mach's auch gut, Onkel Gunnar. Gunnar? Schlafen? Ich bin ja gerade noch zurechtgekommen. Was hast du denn wieder gemacht? Och, das Pferd war mit mir unzufrieden. Ist das was Ernstes? Nein, nein, sieht aber ganz schmuck aus, nicht? Ja, findest du. Wo steckt Adam? Der versorgt nur noch unser Pferdepaar. Oh, Junge, Junge. Gefällt sie dir? Das kann man sagen. Seid ihr so verhungert? Fangt ruhig ohne mich an. Hey, mein Glückwunsch, Geburtstagskind. Was ist denn mit dir passiert? Sieh mal einer an, er ist ja noch mal aus dem Bett gestiegen. Komm, ran an den Kuchen. Zum Glück bist du ja Rechtshänder. Also tu deine Pflicht und schneid den Kuchen ab. Hier ist noch die restlichen Kerzen ansteckt. Du hast schließlich die halbe Nacht drauf gewartet, Pa. Ich habe mal Zeit zum Nachdenken gehabt. Das finde ich enorm. Er hatte Zeit zum Nachdenken. Wahrscheinlich hat der Kuchen seine Gedanken beflügelt. Aber es war das Warten wert. Ja, es war das Warten wert. Du bist dran, Hoss. Ah ja.